In diesem Film geht es um Menschen mit Depressionen. Es ist der Versuch, einer unsichtbaren Krankheit ein Gesicht zu geben. Die Depression ist halt wie so ein Magnet. Bist da halt irgendwie dran geheftet und dir fehlt halt die Kraft aufzustehen. Es ist einfach so eine kleine Hexe, die in meinem Kopf ist und sagt, alles ist blöd. So als wenn die Depression schon ein Schatten wäre, der an einem dran klebt. Ich habe wirklich gekämpft mit allen möglichen Dämonen. 4 Betroffene öffnen sich, zeigen ihren Alltag mit der Depression und sprechen über die Vorurteile, die sie erleben. Stell dich doch nicht so an. So, das ist doch nur eine Phase. Der ist depressiv, der muss halt in der Ecke kauern und weinen. Ist nicht normal oder hat eine Macke gekriegt. Warum kannst du jetzt nicht deine Post öffnen oder warum kannst du nicht dein Fahrrad aufpumpen? Ich kann es gerade nicht. In Deutschland erkrankt etwa jeder 4. Mensch im Laufe des Lebens an einer Depression. Und doch erleben Betroffene noch immer viel Unverständnis. Ein Blick auf eine komplexe Krankheit und ihre Auswirkungen. Ja, meine Lebensbedürfnisse nicht ganz entsprechend. Es ist August. Wir sind in Hannover mit Stefan Krusch verabredet. Seit 7 Jahren leidet er an einer Depression. Als sie ausbricht, steht Stefan mitten im Leben, führt ein Sanitärunternehmen mit 9 Mitarbeitenden. Erfolgreich. Mehrere Todesfälle in der Familie werfen ihn plötzlich aus der Bahn. Trauer, Leistungsdruck, Dauerstress. Von jetzt auf gleich kann er nicht mehr. Das kostet schon viel Kraft, das zu akzeptieren und so hinzunehmen, dass man halt einfach nicht funktioniert. Das normale Leben halt auf einmal nicht mehr stattfindet. Und dann geht's halt los, dass dann quasi so ein Teufelskreis im Kopf entsteht. Das heißt also, du hast halt so Wirbelstürme im Kopf, wo du auf einmal alles hinterfragst, auch wenn vorher alles gut war. Jetzt bist du in dieser Phase und auf einmal hinterfragst du alles, dein Leben, dich selbst. Panik im Kopf, gleichzeitig antriebslos, freudlos, gefühlsleer sein. Solche Symptome zeigen aus ärztlicher Sicht viele Betroffene. Und doch ist jede Depression anders. In meinem Fall ist es halt zum Beispiel, ich habe Schwierigkeiten dann zu essen, nehme dann ab, geht dann halt auch in eine Essstörung, die darauf dann halt basiert, auf der Depression. Dann fühle ich mich wieder deswegen unwohl und das sind dann halt einfach so viele Knotenpunkte, die du nicht lösen kannst. Neben der Depression noch eine weitere Erkrankung. Kein Einzelfall, sagen uns Ärzte. Stefan hat inzwischen sein Leben umgekrempelt, die Firma verkauft, die Wohnung gekündigt. Sein Lebensmittelpunkt heute, dieser Camper. Ich mache jetzt quasi, baue ich das, die Wasserverteilung quasi ab, ne? Weil die ja undicht war. Früher hätte mich tatsächlich sowas total aus der Bahn geworfen, wenn irgendwas nicht so klappt. Mittlerweile bin ich da total gesettelt, wenn irgendwie was nicht ganz funktioniert, ist das natürlich nicht schön, aber es lässt mich nicht mehr verzweifeln. Stefan bleibt nie länger als 3 Monate an einem Ort. Denn was immer da ist, ist eine innere Unruhe. Eine Auswirkung der Depression. Ich gerne alles ordentlich. Ich glaube, ich nehme ihn mal raus. Also am Anfang habe ich immer geschaut, was dabei rauskommt, wie viel Farbe ich brauche. Unruhe verspürt auch sie oft. Ich gucke dann immer so, passt das? Emma Schünemann. Wie oft malst du? Boah, in letzter Zeit recht viel. Also da ist es wirklich jeden Tag, dass ich mich oben hinsetze. Und wenn es nur irgendwie eine Leinwand weiß anmalen ist oder eine Leinwand schwarz anmalen. Einfach, um die Ruhe zu kriegen. Wir treffen Emma bei sich zu Hause nahe Lüneburg. Sie ist gerade in einer sogenannten Belastungsprobe. So nennt man die Zeit zu Hause zwischen 2 Aufenthalten in einer psychiatrischen Klinik. Ich bin ein Mensch, der gerne vor Problemen wegläuft. Die das nicht direkt ansprechen will oder sowas. Und in der Klinik habe ich gelernt, okay, das bringt nichts. Es verschlimmert meistens eigentlich nur die Situation. Also muss man es halt direkt ansprechen. Und das ist ein Ding, was ich halt jetzt zu Hause erproben kann. Und wie ich in manchen Situationen handeln kann, übe ich hier zu Hause quasi. Emma ist 21. Ihre Krankheit wurde offiziell im Februar erkannt. Aber das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, plagt sie schon seit ihrer Schulzeit, erzählt sie. Emma schiebt es damals auf den Abi-Stress. Heute weiß sie, es war viel mehr.
Es ist die Depression, die letztlich dafür sorgt, dass sie kein Abitur macht und auch ihre Ausbildung zur Pflegekraft abbrechen muss. Das ist so eine, einfach so eine kleine Hexe, die in meinem Kopf ist und sagt, alles ist blöd. Und es zeigt sich halt wirklich, indem ich keine wirkliche Freude mehr so wirklich empfunden habe. Also wenn ich mit meinen Freunden oder sowas unterwegs bin, dann ist es schon so, dass ich Freude empfinden kann. Aber sobald ich zu Hause bin und diese Maske quasi absetzen kann oder absetze, ist alles irgendwie blöd und ich sehe nur das Negative daran. Was meinst du mit Maske? Also ich will halt irgendwie nicht zeigen, dass es mir schlecht geht nach außen hin. Und habe halt irgendwie immer so getan, als wäre alles gut. Und habe, ja, so gekünstelt gelacht, würde ich heute sagen. So, da war es dann so, habe mich dann halt so gefreut. Aber innerlich war ich so gebrochen, würde ich schon sagen. Es fällt Emma noch immer schwer, darüber zu sprechen, was in ihr los ist. Das Malen hilft ihr dabei, Gefühle auszudrücken. Angst, Verzweiflung, auch Wut über das Unverständnis, das ihr immer wieder begegnet. Jetzt fängt das Experimentieren an. Stell dich doch nicht so an. So, das ist doch nur eine Phase. Lach doch mal. Das ist dieses Typische. Lach doch mal, lächel doch mal. Ist doch nichts Negatives. Ist doch alles gut. Das höre ich ganz, ganz oft. Auch aus dem Freundeskreis. Deshalb trifft sich Emma inzwischen nur noch mit wenigen Freundinnen. Eine davon, Isa. Die Depression habe die beiden noch enger zusammengeschweißt, sagen sie. Sie ist wie eine Schwester. Und gerade wenn man weiß, jemand, der einem nahesteht, dem geht es nicht gut, dann will man ja noch enger dabei sein und noch mehr helfen. Und trotzdem treffen sie sich nur dann, wenn Emma auch wirklich die Kraft dazu hat. Dass ich aufstehen muss und mich anziehen muss, stresst mich. Und ja, dann kann ich halt wirklich nichts mehr wirklich machen. Ich liege im Bett, gucke Fernsehen und es fällt mir sogar schwer, Zähne zu putzen oder Haare zu kämmen. Und wirklich gute Tage sind eigentlich schon die Tage, wo ich wirklich aufstehe und aktiv was mache und auch die Lust verspüre, was zu machen. Sei es mich mit Freunden treffen oder malen oder spazieren gehen. Heute ist so ein guter Tag. Deshalb können auch wir mit Emma sprechen. Weil die Depression so unvorhersehbar ist, halten wir zu ihr und den anderen engen Kontakt. Es ist September. Wir treffen Nina Hartmann im Wildgatter Hildesheim. Hey. Hi. Na du? Freut sich auf ein paar Streicheleinheiten, ne? Sieht ganz schön schwanger aus. Sieht wirklich ganz schön schwanger aus. Ja. Ja, ich finde, das lockert einfach immer so alles auf. Tiere. Und Tiere sind ja auch unglaublich empathisch so. Nina studiert Lehramt. Ihre Depression wurde vor 7 Jahren diagnostiziert. Kurz zuvor sterben ihre Großtante, ihr Opa, ihr Meerschweinchen. Damals steht sie noch vor dem Studium, macht ein Praktikum bei einem Innenausstatter. An einem Tag soll sie Falten aus Gardinen bügeln und schafft es nicht. Für mich war das ein Weltzusammenbruch, dass ich eben diese Falten nicht aus der Gardine gekriegt habe. Ja, und du hast halt auch keinem Druck mehr standhalten können bei den kleinsten Sachen. Die haben dich überfordert. Ja, ich war andauernd überfordert, nur noch gestresst, gereizt und einfach komplett unzufrieden und unglücklich gewesen, die ganze Zeit. Wann hast du gemerkt, das ist nicht nur so ein schlecht drauf sein oder so ein angespannt und gestresst sein? Wann hast du wirklich gemerkt, dass sich das festgesetzt hat in dir? Ich habe irgendwann einfach gar kein Licht mehr am Ende des Tunnels gesehen. Es war einfach alles nur noch dunkel und ich wusste auch nicht mehr, wie ich da rauskomme. Nina sucht sich Hilfe
bei ihrem Hausarzt. Sie wird zur Akuttherapie eingewiesen. Dort sagen die Ärzte, wahrscheinlich war sie schon in der Pubertät depressiv. Sie selbst sagt, schon als Jugendliche fühlte sie sich oft traurig und melancholisch, ohne zu wissen, warum. Das habe ich auch jetzt immer noch. Also es war für mich einfach eine Erleichterung, dass ich es endlich schwarz auf weiß hatte. Weil ich habe es mir schon die ganze Zeit irgendwie gedacht, dass ich eben nicht nur ein Weichei bin. Ein Weichei. Nina sagt, auch andere hätten sie so gesehen und sie das auch lange spüren lassen. Hilfe habe sie vor der Diagnose oft vergebens gesucht. Heute ist das anders. Jetzt, wo ich mehr Unterstützung habe, auch durch das Bündnis gegen Depressionen zum Beispiel, durch die Selbsthilfegruppe, da lernt man genug Gleichgesinnte kennen, an die man sich auch wenden kann, wenn sowas ist. Nina möchte uns zeigen, was sie damit meint. Wir dürfen sie später in die Selbsthilfegruppe begleiten und auch zur Therapie. Das ist Petra Heber-Gotzknecht. Sie ist 57. Petra hat uns in ihren Garten in Bad Salzdetfurt eingeladen. Ein Ort, an dem sie viel Zeit verbringt. Ausgleich zum Alltag. Kann man, wenn man nicht so gut drauf ist, kann man sich abreagieren. Es macht Spaß, weil es schön ist. Und weil es das Einzige ist, im Grunde genommen, was ich so noch habe, wo ich eben was bewirken kann. Ne? Petra ist Frührentnerin, ungewollt. Sie erkrankt vor etwa 2 Jahren an Brustkrebs. Während der Chemotherapie bekommt sie eine Lungenkrankheit, kurz später noch Arthritis. Ihr Körper lässt ein weiter so nicht zu. Sie muss ihren Job in einem Gartencenter aufgeben, an dem sie so sehr hängt, und fällt in eine Depression. Also man fühlt sich relativ wertlos. Ja, man kann nicht mehr arbeiten, man ist mehr oder weniger auf die Hilfe anderer angewiesen, was nie mein Ding war. Also ich habe immer zugesehen, selbstständig zu sein, immer alles alleine machen zu können, mich selbst zu versorgen. Und jetzt komme ich mir fast ein bisschen vor wie ein Schmarotzer. Selbstständig sein. Das musste Petra schon als Kind. Sie wächst ohne Vater auf. Ihre Mutter, Alkoholikerin. Ihre Kindheit und Jugend verbringt sie in mehreren Heimen. Erlebt Lieblosigkeit, Gewalt, versuchten Missbrauch. Als 11-Jährige versucht sie das erste Mal, sich das Leben zu nehmen. Ein Gedanke, der in ihr immer wieder aufkommt. Ich habe wirklich gekämpft mit allen möglichen Dämonen. Ich hatte auch wirklich sehr klare Gedanken, Schluss zu machen. Auch schon sehr klare Pläne. Und dann habe ich gedacht, nee, irgendwie brauchst du Hilfe. Wenn so eine Akutsituation eintritt, was tust du dann? Ja, das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber ich motze mich selber an. Also wenn das ist, dann versuche ich mir wirklich selbst, also mich mir selbst zu sagen, bist du eigentlich blöd? Warum machst du das oder warum denkst du da dran? Anders geht's nicht. Petra lebt, auch für ihren Mann, sagt sie. Die Suizidgedanken bespricht sie in der Psychotherapie. In der Gesellschaft werde viel zu wenig über Suizid gesprochen, sagt Petra. Das empfinden auch wir so. Dabei nehmen sich jedes Jahr mehr als 9000 Menschen das Leben. Das sind etwa 3-mal so viele, wie es Verkehrstote gibt. Auch Petra hat oft damit zu kämpfen, dass Außenstehende nicht verstehen, warum sie sich so fühlt. Sie sagen, du hast doch alles. Du hast einen tollen Mann. Du hast ein Haus, du hast einen schönen Garten, du hast viel Zeit. Die können nicht verstehen, dass mir die Arbeit tatsächlich wichtig war. Petra nimmt uns mit an ihre alte Arbeitsstätte. Sie kommt immer noch ab und zu her, trifft enge Kolleginnen, kauft hier ihre Blumen. Auch wenn es für sie ein Kampf ist, nur noch Kundin und keine Verkäuferin mehr zu sein. Zurück zu Stefan. Für ihn ist sein Hund Turner eine wichtige Stütze in der Depression. Das ist mein quasi bester Kumpel. Ist schön, so einen Freund zu haben. Und der reißt mich natürlich auch so raus, so, wenn ich mal in so einem Down bin. Ja, der
zwingt mich rauszugehen und so. Und der Hund gibt mir mehr als so mancher Mensch, muss ich sagen. Auch weil sich Stefan in seiner Depression oft allein gefühlt hat. Zurückgewiesen, unverstanden. Er entscheidet sich 2021, seine Krankheit öffentlich zu machen. Bei Instagram. Dort schafft er einen Kanal für alle, die sich ähnlich fühlen. Der Name Depressionshelden. Weil es eigentlich heldenhaft ist, was ein erkrankter Mensch aushält. Was er alles so durchhalten muss und schafft. Das ist das eine. Und dann natürlich der Held an sich, der jetzt darüber spricht, weil er ganz viele andere Leute damit erreichen kann. Wer hier seine Geschichte postet, will aufklären, Vorurteile abbauen, einen Austausch ermöglichen. Alle zeigen sich offen. Auch mit dem Lächeln. Auch mit dem Lächeln? Genau. Witzig, warum sagst du das, auch mit dem Lächeln? Ja, weil man ja immer so den Gedanken hat, so, der ist depressiv, der muss halt in der Ecke kauern und weinen. Ist das auch eine Form von Stigmatisierung dieser Krankheit? Ist halt eine Schublade, ne? Die man öffnet und jemanden reinlegt und wieder schließt. Ne? Also das ist, ja, es gibt halt nicht nur schwarz-weiß und nichts dazwischen. Deshalb sind auch die Fotos hier in Grautönen. Stefan ist sich seiner Rolle sehr bewusst. Er ist Betroffener, kein Therapeut. Aber er gibt Hilfestellung und vermittelt Experten. Er selbst wendet sich telefonisch an eine Therapeutin, die ihn auch auf Reisen unterstützt. Zurück zu Nina. Wir dürfen sie zur ambulanten Psychotherapie begleiten. Gibt es Themen, auf die Sie sich heute gern fokussieren möchten? Ich habe halt im Moment wieder öfters mit so sehr großen Gefühlsausbrüchen zu tun, die so aus dem Nichts kommen. Zum Beispiel hat mich den einen Abend einfach die Katze gekratzt und ich habe total angefangen zu heulen. Und da habe ich gemerkt, dass aktuell doch einfach sehr viel los ist. Wie sehen Sie das? Katharina Martin ist Psychotherapeutin. Einmal in der Woche kommt Nina hierher, um über ihren Alltag mit der Depression zu sprechen. Dass sie hier sein kann, um sich behandeln zu lassen, ist in Deutschland nicht selbstverständlich. Für mich ist das eine unglaubliche Bereicherung und für mich, also ich muss auch echt sagen, dass das für mich schon fast wie eine Trophäe ist, sagen zu können, dass ich in der Therapie bin, weil ich halt vielen unglaublich weit voraus bin damit, weil ich einen Therapieplatz gefunden habe. Das ist halt schon fast wie ein Sechser im Lotto aktuell, ehrlich gesagt. Also der Weg dahin ist einfach viel zu steinig. Das belegen auch die Zahlen. Die durchschnittliche Wartezeit für einen ambulanten Therapieplatz beträgt in Deutschland laut einer aktuellen Studie etwa 5 Monate. Bundesweit gibt es etwa 25.000 Kassensitze. Laut Bundespsychotherapeutenkammer 7.000 zu wenig. In der Praxis von Katharina Martin führen sie nicht mal mehr eine Warteliste. Denn die sei einfach ins Unermessliche gewachsen, sagt die Therapeutin. Wir müssen eine bestimmte Anzahl an Telefonsprechstunden anbieten jede Woche und nutzen die im Prinzip hauptsächlich, um Patienten eine Absage zu geben. Und das ist total frustrierend. Wie viele Kassensitze es gibt, regelt der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten und Krankenkassen. Die Bedarfsplanung werde regelmäßig überprüft, heißt es von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung auf unsere Anfrage. Katharina Martin sagt, sie spüre davon wenig. Ein Problem, denn die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen steigen seit 10 Jahren immer weiter an. Wir sind auf diese Hilfe angewiesen, damit es uns wieder besser geht. Und es sollte eigentlich auch im Interesse der Gesellschaft sein, dass es so ist, denn die brauchen arbeitende Kräfte, die brauchen Leute, die irgendwie was leisten können. Dementsprechend sollte da auch Hilfe kommen und Unterstützung, dass wir schnell aus dieser argen Situation wieder rauskommen. Unterstützung geben sich Betroffene auch gegenseitig. Selbsthilfegruppen sind ein wesentlicher Bestandteil in einem Hilfesystem, in dem nicht jeder sofort einen Therapieplatz bekommt. Seit kurzem leitet Nina so eine Gruppe in Hildesheim. Heute mit dabei Joachim und Petra, die sich hier auch Hilfe sucht. Es geht los mit einer Übung. Welches Tier gibt gerade die eigene Gefühlslage wieder?
Also ich fühle mich heute irgendwie so hin und her gerissen. Was passt denn dazu? So, ja, mal gut, mal nicht so gut. Mal aufgeregt, mal müde. Eine Katze? Ja, könnte man vielleicht fast sagen, ne? Ja, im einen Moment noch gut gelaunt, ne? Lässt du dich noch schön krabbeln und im nächsten Moment Ohren anlegen. So ungefähr, ja. Ja, dann bin ich eine Katze, würde ich sagen. Also ich fühle mich heute wie so ein angeschossenes Reh, würde ich sagen, so, weil ich eigentlich die ganze Zeit so rumgehüpft bin in den letzten Wochen und dann wurde ich irgendwie so ein paar Mal aus Versehen angeschossen und jetzt irre ich nur noch rum und fühle mich verletzt und versuche irgendwie Schutz zu finden. Joachim fühlt sich heute kraftvoll, wie ein Löwe. Einmal in der Woche treffen sie sich hier, sprechen über das Leben mit der Depression und alles, was dazugehört. Also bei mir ist eher Aggression, ja, also Wut. Auch wenn irgendwas nicht funktioniert, dann erstmal, wenn ich irgendwo selber gegenlatsche, ist ja meine eigene Schuld, ne? Gegen Stuhl oder irgendwas, dann trete ich noch mal gegen und sag, du scheiß Stuhl, ne? Was stellst du dich mir in den Weg? So nach dem Motto, ja, es ist so. Ich habe das auch ganz extrem mit Aggression und das ist halt auch so ein super selbstzerstörerisches Thema, so. Weil bei Wut sammeln sich ganz oft verschiedene Sachen an. Also ist bei mir zumindest so, dass es irgendwie klein anfängt und dann füllt man sich immer mehr damit und irgendwann macht es puff. Hier ist Platz für alles, was sie bewegt, auch über die Krankheit hinaus. Man kann sich wirklich ernsthaft unterhalten, man hört auch sich die Gedanken oder Sorgen der anderen an, hat gegebenenfalls auch mal eine Meinung dazu. Oder man kann auch einfach nur mal so ganz normal sich austauschen. Also ich bin hier jetzt schon ein paar Mal rausgegangen, wo ich reingekommen bin und dachte, ich heule gleich und knall komplett auf den Boden zusammen, weil es mir so schlecht ging. Und dann bin ich rausgekommen und habe mich viel leichter gefühlt. Auch heute ist das so. Stefans 3 Monate in Hannover sind fast vorbei. Er steht kurz vor der Abfahrt. Sein Ziel jetzt, durch Europa nach Marokko fahren. Ich merke auch, dass ich es jetzt halt langsam brauche. Also es ist halt diese innere Unruhe, die ich halt jetzt doch schon wieder in mir verspürt habe. Und dass ich dann da wirklich jetzt auch wieder einen Haken hintersetzen kann. Ich habe wieder was abgearbeitet. Stefan zeigt uns, was er damit meint. Sein Camper ist umgebaut und abfahrbereit. Ich kann da wirklich jetzt auch irgendwie mir gegenüber sehr stolz sein, weil ich habe mir da halt irgendwie so ein Ziel gesetzt und das habe ich in den letzten Monaten tatsächlich auch umgesetzt. Ohne irgendwie in eine Schieflage zu kommen, in eine ernstzunehmende Schieflage. Und ja, das gibt mir natürlich dann halt auch wieder so Bestätigung, dass es möglich ist, halt Dinge zu machen und sich zu motivieren, auch wenn man eine Depression hat. Er weiß, dass die Krankheit nicht einfach verschwindet. Es bleibt ein Prozess, damit umzugehen. Ja, es ist auf jeden Fall richtig wild. Mein erster Wecker hat 17:45 geklingelt. Echt? Ja. Hab ich nicht mal mitgekriegt. Ich auch nicht. Es ist Ende September. Emma ist seit gestern wieder in der psychiatrischen Klinik in Lüneburg. Jeder Tag beginnt hier um 7.15 Uhr mit einem gemeinsamen Morgenspaziergang. Der ist verpflichtend. Er soll allen Patientinnen und Patienten Struktur für den Tag geben. Danach gibt es Frühstück. Wann ist Kraftsport? 14 Uhr? 14:30. Emma konnte es kaum erwarten, wieder hierher zu kommen, sagt sie. In welcher Phase kommst du hier rein? Eigentlich in einer ganz miesen Phase momentan. Also mir geht's gerade nicht so gut. Ihre Mutter wurde operiert, also musste Emma sich um den Haushalt kümmern. Allein das ein riesiger Druck auf ihren Schultern, erzählt sie. Es ist Emmas 6. Aufenthalt hier in der Klinik. Hinten rechts. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich mal reinkommen? Okay, danke schön. In den ersten Tagen hat sie viele Gespräche. Zum Beispiel mit ihr, Stationsärztin Kirsten Herrmann. Wir dürfen Emma zu einem der Aufnahmegespräche begleiten. Sie waren in der Zwischenzeit 2 Monate zu Hause. Wie ist es Ihnen da so ergangen? Also am Anfang war es eigentlich ganz gut.
Und da dachte ich halt auch so eine Zeit lang, okay, ich brauche das eigentlich gar nicht mehr, weil ich mich halt regulieren konnte, wenn irgendwie negative Gedanken oder so gekommen sind, habe ich es eigentlich ganz gut geschafft, das so zu verarbeiten oder zu unterdrücken. So. Mhm. Und dann jetzt gerade die letzten Wochen waren halt extrem anstrengend und stressig. Und da ist es dann so gewesen, dass ich halt immer wieder im Kopf hatte, okay, Gott sei Dank, gehe ich am 26. wieder rein. Inzwischen ist die Klinik für Emma ein Ort der Stabilität. Vor ihrem ersten Aufenthalt im Februar war das anders. Ihre eigenen Vorurteile gegenüber Psychiatrien waren groß, sagt sie. Sie selbst voller Unsicherheit. Ich dachte wirklich, dass ich nur so eine Stunde am Tag rausgehen darf, auch kein Handy haben darf, dass es eine wilde Station ist, wo alles Mögliche vorhanden ist an Krankheitsbildern. Ja, ich umgeben von Verrückten bin, so, also halt so ein ganz klischeehaftes Bild. So denken auch viele andere Patienten oder so befürchten, dass viele andere Patienten, dass sie tatsächlich einem sehr starren Verhaltenskodex sozusagen unterworfen werden und das machen müssen, was ihnen gesagt wird. Das ist natürlich nicht so. Wir versuchen immer, die Patienten da abzuholen, wo sie stehen und da zu stützen, wo sie Unterstützung brauchen. Emma ist auf einer offenen Station. Sie macht hier neben Gesprächstherapie auch Ergo- oder Kunsttherapie und sie hat freie Zeit für sich. Die nutzt sie zum Beispiel zum Puzzeln mit ihrer Zimmernachbarin. In der Klinik werden Emma sogenannte Skills an die Hand gegeben, die sie in Hochanspannungsphasen anwenden kann. Skills, das sind angelernte Instrumente, die helfen sollen. Wenn man halt mit Selbstverletzungen zum Beispiel zu tun hat oder zu kämpfen hat, dann bekommt man ein Skillheft. Und da stehen halt so Anregungen drin, was funktionieren kann, um halt die Anspannung zu regulieren. Und da muss man halt auch erstmal das Passende finden. Und das ist halt ein Prozess, der andauert. Du hast es gerade selber angesprochen, du trägst Pflaster. Trägst du die Pflaster, weil du in der Hochphase dich selbst verletzt? Ja, also es ist halt so, wenn ich halt hoch angespannt bin, fange ich halt an, mich zu kratzen, also Stress zu kratzen. Und da geht es dann halt so weit, dass ich mir halt auch Wunden kratze, weil ich dann so in so einem Wahn quasi bin, wo ich dann in dem richtigen Moment, sage ich mal, nicht aufhören kann. Damit es nicht dazu kommt, versucht sie, die Skills bewusst anzuwenden. Durchatmen, malen, spazieren gehen. Emma geht oft hier übers Gelände, auch um schlechte Gedanken loszulassen. Sie erzählt uns, dass auch sie schon darüber nachgedacht hat, sich umzubringen. Wie hilft dir dieser Ort hier, um mit diesen Selbstmordgedanken umzugehen? Was kriegst du hier für Hilfe? Also eigentlich jede Menge. Also die Klinik hilft mir enorm dabei, weil ich halt darüber sprechen kann. Und es hier kein Vergehen ist, wenn man sagt, ich kann nicht mehr. Und sich auch Zeit genommen wird, um zu schauen, woher kommt das eigentlich. Emma, ist wichtig, dass wir sagen, eine Depression ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Sie spricht mit uns, um auch anderen, vor allem jungen Menschen, Mut zu machen. Holt euch Hilfe, ihr seid nicht allein. Die 6 Wochen hier sollen Emmas letzter Klinikaufenthalt sein. Das ist nur ein Wunsch, den sie hat. Ja, dass ich, sag ich mal, wieder zurück ins Leben finde und einen Alltag auch außerhalb der Klinik habe. So, ich bin jetzt über ein halbes Jahr hier und ja, dass ich eine Ausbildung machen kann, arbeiten gehen kann, irgendwann vielleicht heiraten, Kinder kriegen, weiß ich nicht. Halt einfach leben kann. Emma, Petra, Stefan und Nina. 4 von mehr als 5 Millionen Menschen mit Depressionen. Sie alle eint der tägliche Kampf gegen die Krankheit und der tiefe Wunsch nach Verständnis und Anerkennung. Was hast du so bei Freunden, vielleicht auch von der Realschule gemerkt? Was haben die gesagt, als klar war, ey, Ben geht jetzt auf die Hauptschule? Es gibt ja immer dieses Vorurteil, dass es Hauptschüler so grober sind. Die Depression ist halt wie so ein Magnet.
bist da halt irgendwie dran geheftet und dir fehlt halt die Kraft aufzustehen. Das ist so eine, einfach so eine kleine Hexe, die in meinem Kopf ist und sagt, alles ist blöd.